Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir in der Witchy Lounge. Mein Name ist Sabrina und ich mache hier die Umschlagmethode. Ich habe auch Anfängervideos auf meinem Kanal und ja, falls es jetzt ihr jetzt zum ersten Mal bei mir reinschaut, dann ist das wahrscheinlich etwas verwirrend. Aber ich bespare meine Spartöpfe. Also ich habe mir überlegt, was brauche ich in meinem Leben, was gibt es in meinem Leben und wofür möchte ich gern Geld ansparen und da mir das einfach nur so das Geld zu nehmen und einfach zu sparen zu langweilig ist. Ja, deswegen habe ich hier verschiedene Binder mit Sparspielen. Und ich würde sagen, dann lege ich direkt mal los mit meinem Notgroschen. Nicht erschrecken, ich habe jetzt zurzeit eher ein bisschen herbstliche und gruselige Spiele. Ja, bis auf das hier. Das habe ich selber designt. Und ja, ausgedruckt und das, da werde ich eine klitzekleine Kleinigkeit machen. Ich denke, da werde ich mit einem Viererwürfel würfeln. Ja, also nehme ich mal einen blauen Würfel und ich habe sogar eine 1. Nicht, das ist aber ein 6er-Würfel, aber ist egal. Das ist trotzdem eine 1. Und das trage ich da ein. Wir haben die dritte Oktoberwoche plus 1. Und dann bin ich bei 4 Euro. So, und dann habe ich hier noch das schöne Spiel. Das ist eine Jahreschallenge und da würde ich gerne, ja, da rubbel ich, da würfel ich auch einmal. Und da habe ich eine 4. Gut, dann eine 4 gibt es hier und hier, aber ich nehme jetzt einfach mal die da. So. Und also aufschreiben muss ich es noch. Den Track habe ich hier. Die dritte Oktoberwoche plus 4 und dann habe ich über dieses Spiel schon 12 Euro reingespart. Und ja, also da werde ich jetzt mal mischen und dann mir nur eine einzige Karte ziehen. Spare das Doppelte der gesamten Summe. Oh je. Nee, dann lasse ich das dieses Mal aus. Das ist mir zu teuer. Genau, dann lasse ich das dieses Mal. Kommando zurück. Also gut, dann sind es beim Spartopf Notgroschen, kommen dann diese Woche 5 Euro rein. Das lege ich schon mal rein. Und schreibe ich auch auf. 3. Oktoberwoche plus 5. Und dann bin ich dabei 769 Euro. So, dann beheizen. Oh ja, da würde ich auch gern hier mal würfeln. Der Würfel dabei, mit dem würde ich auch dann einmal würfeln. Ich habe eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ich komme mal wieder auf Kieran.
Und beim Kieran ist es so, dass er ja nur noch das Heimschaffen hat. Also werde ich da eins aufrubbeln. Da. Also alle, die das nicht sehen wollen, die müssen leider weggucken. Es gibt bestimmt welche von euch, die das Spiel auch haben. Gucke ich mal, was ich da finde. Okay, also ich habe tatsächlich was gefunden, was ich noch gebraucht habe und habe dann alle gefunden. Und das sind dann auch 5 Euro. Fünf und das sind dann 7. Ja, gut. Und da das jetzt ja 5 Euro sind, das ist zu viel. Und ich habe diese Woche leider nicht so viel Geld und ich möchte ganz so weit wie möglich kommen. Dann würde ich sagen, dass ich das jetzt dieses Mal dabei belasse. Bei dem Spartopf. Und dann einfach nur 5 Euro hier reinlege. Also vielleicht finde ich 1 Euro. Ich probiere mal, ob ich 1 Euro schaffe. Ich werde mal versuchen, 1 Euro hinzubekommen. Mal gucken. Ich versuche es einfach mal. Ach, da ist ja gar nichts. Doch. Ich nehme jetzt die weißen, oder? Ja, die weißen zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 oder 8 Euro. Ja, okay, dann mache ich das. Ich mache 3 Euro. Ist okay. Dann habe ich 8 Euro. Es geht, es geht. Das wird schon gehen. Ich brauche das Geld da drin. Das ist ja schließlich für Heizen. Also. Die dritte Oktoberwoche plus 8. Und dann bin ich bei 82. Ich nehme die 2 Euro raus und lege 10 rein. Schöne Spiele sind das doch. Hm, richtig schöne Spiele. Ja, ein schönes Deckblatt. Und bei Kind. Da werde ich mal erstmal hier bei Sandy vs. Zombies. Einmal würfeln. Ich nehme mal die Nio. Eine 1. Komme ich auf den Erste-Hilfe-Koffer. Das ist der Klasse. Oh ja. Nehme ich erstmal alles raus. Der erste Hilfekoffer, den habe ich hier. Ich werde zuerst oben würfeln. Für oben und dann für unten. Das ist eine 4. Also von der für die Seite. Und eine 5. Das sind 5 Euro. Okay. Das lasse ich dann auch so. Und habe ich denn das aufgeschrieben? Da. 5. Die 3. Oktober. 5. Und habe ich bei 22. Und da werde ich auch überall einmal eins machen. Ich habe gesehen, wer werden das jetzt? Sie hat ganz, ganz toll das umrandet, diese Blätter. Nach Minimi war das, genau. Das hat mir das so gefallen. Ich habe gedacht, das probiere ich jetzt auch mal. Sieht gut aus, oder? Naja. Ich werde auf jeden Fall mal ein günstiges nehmen. Das günstigste, was da noch ist.
ist das Blatt mit den 3 Euro. Ja, das nehme ich dieses Mal. Und die anderen werde ich natürlich auch noch umranden. Und was habt ihr so am Wochenende vor? Also wir haben vor, in den Europapark zu fahren. Und da bin ich schon ganz aufgeregt. Das hat mir mein Mann zu meinem Geburtstag geschenkt. Aber ich freue mich so, dass es so schön war. Ne? Einfach auch so schön dekoriert an Halloween. Ich hoffe, dass das Wetter mitmacht. Jo. Mal gucken. Also 3 Euro kommen auf jeden Fall rein. Die dritte. Und den Charlie, den lasse ich dieses Mal. Ja. Das wird sonst zu viel und dann komme ich einfach nicht durch meine Spiele durch. Blattersamen 3 Euro. Charlie und die Athene. Da habe ich letzte Woche ja mein ganzes Geld noch rein verspart. Und insgesamt sind es dann 8 Euro. Ich weiß, das ist so wahnsinnig im Minus. Ja, kommt. Ja, okay, kommt. Es ist einfach so wahnsinnig im Minus. Da würde ich auch mal eins aufrubbeln. Wobei, ich könnte ich auch ausgleichen. Ich schaffe das sowieso nicht, das auszugleichen. Ja. Ach, das tue ich nur. Gute Rat ist teuer. Doch, ich rubbel eins auf. Kommt, ich rubbel es auf. 4 Euro, ja, okay, 4 Euro gehen. Also es ist halt, ja, schwierige Entscheidung. Und ihr habt auch immer unterschiedliche Meinungen. Der eine hat halt dann die Meinung, der andere hat die Meinung, was er getan hätte. Und ach, ja, schwierig. Ich bin sowieso immer so ein Mensch, der sich nicht entscheiden kann. Das ist bei mir ganz, ganz fürchterlich. Ich eier immer hin und her, ganz schlimm. Der Charlie kriegt 4 Euro. Und bei der Athene, da kann ich ja mal eins aufrubbeln. Da habe ich auch noch einiges hier offen, was ich noch machen muss. Okay, sie ist gnädig mit mir dieses Mal. Glück gehabt. 2 Euro. Okay. Plus 2 und dann bin ich da bei 59. Theoretisch jedenfalls. Und insgesamt kommen dann rein 3 Euro fürs Blättersammeln. 4 Euro für den Charlie, 2 Euro für die Athene und 5 für die Sandy. Und es sind dann insgesamt 14 Euro. Und diese 14 Euro, die nehme ich jetzt weg. Und die kommen back to bank. So. Ja, ich werde es dann im neuen Budget den restlichen Minusbetrag mit meinem neuen Gehalt ausgleichen. Das ist sonst echt, das dauert sonst viel zu lange, dieses unfassbare Minus wieder loszuwerden. Minus 232, bin ich bei minus 218, aber es wird auf jeden Fall weniger, was gut ist. Aber wir sind jetzt auch fertig bei meiner Tochter im Zimmer. Das sieht echt tippitopp aus, wirklich richtig, richtig schön. Das geworden. Als nächstes komme ich zu Wünsche. Und bei Wünsche, da möchte ich gerne. Da habe ich ja noch angefangen.
Da habe ich die Fleur, also das Spiel mit dem Druiden. Ach, genau, beim Spiel mit dem Druiden, da habe ich letztes Mal vergessen. Stift. Das hier. Wie mache ich das? Ich könnte den was aufkleben. Ist das aus? Ist das? Na, ich könnte auch das Kleine nehmen. Die großen sind wahrscheinlich zu groß. Dann nehme ich so ein kleines. Boah, ich meine Schere. Gute Frage, nächste Frage. Ich hab sie. Also wenn ich mal wieder solche Steinchen kaufe, dann werde ich darauf achten, dass die nicht so zusammen sind auf einem Klebestreifen. Aber das sieht man halt auch echt schlecht, wenn man das kauft. Aber wenn man es gegen das Licht hält, sieht man es dann schon. Genau. Also, ich bin das letzte Mal, als ich gespielt habe, letzte Woche hier, auf den Stein gekommen. Und wenn man auf den Stein kommt, das sind Sammelfelder. Auf diesen Feldern kannst du einmal das jeweilige Symbol auf der Rubbelkarte markieren und parallel die entsprechende Summe sparen. Und das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Ich bin hier drauf gekommen. Und deswegen kann ich hier einmal so ein Steinchen aufkleben. So, genau. Und dann habe ich nämlich noch die Fleur. Das süße kleine Schweinchen. Und aber auch, ach, den Louis habe ich da auch noch drin, genau. Also ich habe auf jeden Fall alles richtig gemacht. Nur da hätte ich mit zwei Würfeln würfeln sollen, genau. Aber jetzt lasse ich das einfach so, wie es ist. Aber ich möchte hier weitermachen. Das ist nämlich meine älteste Karte, die ich noch habe. Und ich rubbel jetzt mal ein Feld auf. Das ist zwar ein bisschen mutig. Ich könnte auch nur die 3 Euro. Ah, wisst ihr was? Ich mache einfach die 3 Euro. Denn ich habe dann nämlich 7, genau. Ja, das mache ich. Ich nehme die 3 Euro. Und dann lege ich da diese Woche nur die 3 Euro rein. Bin ich da bei 22 schon wieder? So, nehme ich 2 Euro raus und klicke 5 rein. Wart ihr schon mal im Europapark? Wart ihr das schon mal? Kennt ihr den Park? Also ich bin da ja, als ja, bis Corona angefangen hatte, bin ich da echt jedes Jahr hin. Manchmal sogar zwei, dreimal im Jahr. Ja, aber nochmal nur einmal. Und ach, ich liebe das echt total. Ich finde es einfach schön und es macht mir auch Spaß, so schnelle Achterbahn zu bauen. Ja. So, jetzt schreibe ich das hier auch mal noch auf. Dann seht ihr das mal, wie ich das mache. Also bei Wünsche habe ich jetzt 3 Euro rein. Beim Druiden habe ich nichts gemacht. Bei der Fleur auch nicht. Beim Louis auch nicht. Aber beim Drachen ja. Habe ich jetzt mitgekriegt, die 3 Euro rein. Okay, dann geht es weiter mit dem nächsten Binder. Das ist der Lilane. Den hole ich mal. Hier ist der. So. Da mal ein bisschen rein. Das ist der zweite. Da geht es weiter mit dem Haustier. Da habe ich echt schöne Spiele, aber das habe ich noch nicht angefangen. Und ich denke, das ist auch relativ teuer. Das machen wir diesen Monat noch nicht. Da habe ich den Nüsschenlauf und das Kaffeekreuzchen. Aber ich finde, das ist süß. Aber den Nüsschenlauf halte ich auch. Machen wir hier ungerade und machen wir hier gerade, okay? Ungerade, gerade. Also nutzt das Kaffeekreuzchen. Und beim Kaffeekreuzchen werde ich mal dieses mal ein Feld aufrubbeln. Ich nehme mal das da. 5 Euro, ja super, prima. Das hört sich doch gut an. 5 Euro rein. Mache ich doch glatt.
Ja, und es reicht mir auch für den Sporttopf. Bin ich da bei 29. Dann ist das dieses Mal jetzt das Kaffeekreuzchen dran gekommen mit 5 Euro. Und die anderen beiden gehen leider leer aus. Es tut mir leid. Oh, vor allem, ob das so süß ist, dass da. Ach, das ist so goldig. Naja, das nächste Mal dann. Aber 5 Euro reichen mir in dem Sporttopf. Pro Woche auf jeden Fall. Die dritte Oktoberwoche plus 5. Und dann bin ich hier bei 1,33. Und da ich da 5 Euro reingespart habe, kann ich auch 5 Euro hier durchstreichen. Das Geld. Genau. Ja, kann man nichts tauschen. Nee. Okay. Das bleibt so. So, als nächstes habe ich hier noch das Spiel für den Ah, Mann. Die Spar den Spartopf Geschenke habe ich die magische Bibliothek. Und auch da werde ich jetzt einmal würfeln. Ich nehme mal den lilanen. Der passt eigentlich ganz gut. Da habe ich eine 1 und komme auf dieses Buch hier oben mit so einem leuchtenden Stein. Ah, das ist mit dem. Clara hat ihr Forschungsprojekt abgeschlossen. Ob es wohl gelungen ist? Bei einer 6 hat sie bestanden, bei 2 bis 5 darf sie es nochmal versuchen. Bei einer 1 ist sie leider durchgefallen. Vielleicht spielst du erstmal mit Valentina, damit sie sich davon erholen kann. So, also dann sind wir jetzt gemein und wir hoffen auf eine 1. Aber sie hat eine 6, das heißt, sie hat bestanden. Okay. Verstehe jetzt aber nicht, was ich machen muss. Also wahrscheinlich nichts, oder? Nur bei einer 1 darf ich mit dem Valentin weiter, oder? Ja, ich denke. Dann gucke ich jetzt mal noch bei der Wizard School. Und gucken wir mal da noch rein. Genau. Das ist ja so eine schöne Klappkarte. Aber ich glaube, so richtig günstig gibt es da nichts mehr. Aber dann nehme ich die Tränke. Die stehen hier. Für 5 Euro. Ja, die nehme ich. So. Genau. Das ist dann die dritte Oktoberwoche. Plus 5 bin ich bei 15. Und das schreibe ich auf in der magischen Bibliothek. Da war nichts. Aber bei der Wizard School sind es 5. Und somit kommen in Geschenke 5 Euro rein. Das ist gar kein Fehler. Da ist nämlich auch ein bisschen Knappgeld drin. Es ist überall Knappgeld drin. Ich bin echt überall echt knapp dran. Teilweise im richtig schlimmen Minus. Das ist echt fürchterlich. Ich hoffe, das wird nächsten Monat besser. Plus 5 habe ich 40. Und das ist ja geschickt, weil dann kann ich das rausnehmen. Und dann mache ich dafür den hier rein. So. Als nächstes habe ich den Sporttopf Fion. Bei Fion. Ja, da würde ich auch mal würfeln. Und das suche ich mir wieder meine schönen kleinen Würfelchen raus, die ich von der Minimi habe. Da ist der einmal der hier. Upsa. Und einmal der schöne rosa. Ne, wo habe ich den? Den rosa. Der ist hier.
Rutsch und oben, unten, egal. Mal gucken. 5 und 1. 5 und 1. 5 und 1. Oder 1 und 5 ist ja egal. Nee, das haben wir schon. Wieso fällt jedes Mal da... Ich verstehe das nicht, dass es immer passiert, dass das rausfällt. Das geht mir jetzt langsam richtig auf den Keks. Ich muss das hinten vielleicht mal zukleben. Das passiert meistens... Ach, keine Ahnung. Also es nervt mich echt langsam. Dann nehme ich... Welchen Würfel nehme ich da jetzt dazu? Nehme ich jetzt einfach hier den... Der passt auch nicht so, aber den nehme ich jetzt einfach. Also 3 und 2. 2 und 3. 3 und 2 habe ich auch schon. Eine 5 und eine 5. Das habe ich noch nicht. Super, dann klebe ich das mal ab. Der Kleber ist doch so stark, dass das sich nicht einfach reißen lässt. Das ist unglaublich. Ja, jetzt habe ich ja nur nichts gespart. Und soll ich nochmal würfeln? Wir könnten auch hier noch was machen. Ja, da haben wir jetzt ja was abgeklebt. Das reicht ja erstmal. Genau, da war ja jetzt dann nichts. Und hier. Da werde ich. Letztes Mal habe ich den anderen pinken Stift genommen. Dem ging es eigentlich besser. Okay. Das hält einfach nicht richtig. Und ich werde die 2 Euro hier nehmen. Genau. Das schreibe ich auf jeden Fall noch auf. Es ist echt schlimm. Sobald man das so drüber kommt, geht die Farbe ab. Lady Eleanor musste ich nichts reinsparen. Mit dem Feenzauber sind es 2 Euro. Ah, das gefällt mir tatsächlich besser so. Ich das so ausmal wieso. Die 3. Oktoberwoche. 2 kommen dazu und dann bin ich dabei 29. Und. Ja, da werde ich mal hier noch einmal würfeln. Da brauche ich einen 12er Würfel. Was ist mit der, wo ihr die Zahlen so gut sehen könnt? Habe ich denn den? Ja, da. Das sind nämlich die Zahlen weiß. Ich finde, da könnt ihr das echt richtig gut erkennen. Und dann nehme ich noch einen lila, einen 11 und eine 6. Das ist hier unten. Okay, dann habe ich da auch was gemacht, musste nichts sparen. Und dann ja, nehme ich nur die 2 Euro. Die 3. Oktoberwoche plus 2 sind dann 289. Genau, dann haben wir da alle Spiele durch. Und dann kommen wir zum Auto. Da habe ich ja mit der Clara, genau, Kampf um die Liebe heißt das Spiel. Ah, da.
habe ich eine 1. Dann komme ich auf 4 oder 8 Euro. Und ja, dann nehme ich die 4 Euro natürlich. Und das war es dann auch. So, dann Auto habe ich noch Ziberius. Da werde ich zwar mit Ziberius was machen. Den fange ich heute an. Da habe ich noch nie was gemacht. Ich hole mir mal. Da ich ja 4 Euro habe, wäre es schön, wenn ich da vielleicht. Kann ich da ein Sticker kleben für 1 Euro? Der kleine Stern kostet 1 Euro. Also der hier. Dann beginne ich jetzt halt mal ganz vorsichtig mit dem. Und ich würde sagen, den klebe ich hier oben hin. Auf jeden Fall habe ich zwar mit dem kleinen Ziberius angefangen. Die dritte. 1 Euro. 1 Euro. Die All mache ich nicht. Ja, da warte ich noch. Und die Instandhaltung. Ja, ich mache, glaube ich, zuerst die Instandhaltung mal weiter. Ah, das wird aber relativ teuer, wenn ich da jetzt 10 Euro reinlege. Und ich habe da eigentlich noch Zeit. Das kann ich auch nächsten Monat noch besparen. Ja. Ja, aber eigentlich sollte ich da weiterkommen. Dann mache ich einfach nur die 5 Euro hier. Dann kann ich es mir raussuchen und dann lege ich da 10 rein. Ich muss halt so eine Instandhaltung im Dezember und das wird teuer. Mein Auto wird schon 4, wer weiß. Vielleicht sind die Bremsen nichts mehr oder bis jetzt bremst du noch gut, aber man weiß nie. Dann kommen da tatsächlich 10 Euro rein. Oh, ich brauche das Geld da. Das ist einfach so. Aber die Women muss noch ein bisschen warten, die Women of Oil. Die braucht noch ein bisschen Zeit, bis ich die beginne. Plus 5 bin ich bei 140. Nächstes Mal würde ich da gerne mal wieder losziehen, glaube ich. Ja. So. Gut, dann die dritte Oktoberwoche plus 10 bin ich jetzt bei 201 und da fehlen noch locker 150 Euro. Ach, ein Auto ist einfach teuer. Ja, ein Auto ist einfach richtig teuer. Genau. Dann war es das. Dann kommt der nächste Bein. Wir kommen jetzt erst zum dritten. Mal da können wir bestimmt auch ein bisschen was sparen. Im dritten Bein, da ist die Gesundheit, genau. Da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr. Da muss ich aus dem Minus raus. Ich glaube, da habe ich diese Seite noch nicht aufgewischt. Ah doch, ich habe sie aufgewischt. Gut. Also, da bin ich jetzt hier. Ah, nein. Da gehört ja was dazu. Das hole ich jetzt mal raus. Das brauchen wir nicht. Das da. Und das lasse ich jetzt auch drauf. Das mache ich jetzt nicht jedes Mal weg. Ich mache das jetzt einmal drauf und dann bleibt das jetzt auch drauf. So. Und dann gucken wir mal. Ist eigentlich ganz geschickt, dass dieses Muster hier ist. Dadurch geht der nicht überall hin. Ich habe eine 4. Eins, zwei, drei, vier. Da komme ich auf die Candy Bar, glaube ich. Begib dich auf der Karte Sweet Words auf die Suche nach
schaurig, schmackhaften Lecker. Nein, das ist doch, das ist so ein Haus. Das da ist es. Finde alle Kürbisse, die den Spooky Candy Shop dekorieren. Ah, hier, da war ich sogar schon. Und dann nehme ich aber dieses Mal. Dann nehme ich den schwarzen, der ist cool. Den da. Die 2 Euro. Genau. Wo habe ich denn das zum Aufschreiben? Da. Der 3.10. plus 2. 22. Als nächstes habe ich hier Save the Date. Bei Save the Date, da kann man ja so viele Sachen machen. Das ist verrückt. Da habe ich. Ich möchte das machen. Ich liebe sowas. Ich habe auch schon so eins entdeckt. Hier steht Kutsche. Am liebsten würde ich alle auf einmal machen. Ich sag's euch, wie es ist. Kutsche hier auf 4 Euro. Genau. Jetzt habe ich es nicht trocknen lassen. So. Jetzt muss ich aufhören zu schreiben. Dann warte ich mal, bis es trocken ist. Und trage es schon mal in mein Buch ein, dass es 4 Euro sind. Insgesamt sind wir jetzt schon bei 6. Ich habe ja noch 2 Spiele. Ich mache einfach jetzt mal so. Und guckt mal, da habe ich noch den Flamingo. Und ich habe auch noch hier drin. Da kann ich sogar das auch noch aufschreiben. Die 3. Oktoberwoche plus 4. 18. Da habe ich nämlich hier einen Flotter. Da kann ich aber am Ende, könnte ich mir raussuchen, was ich dann noch dazu mache. Ja, das tue ich mal kurz hier hinstellen. Und da werde ich mal, ich werde einmal würfeln. Ich habe eine 5. Und nochmal. Und noch eins. So. Jo. Genau, dabei belasse ich es auch. Ich schreibe das mal kurz auf. Das ist dann die 3. Oktoberwoche plus 5. Und dann bin ich da auch schon bei 13. Genau, das schreibe ich mir noch ins Buch auf. 13. Quatsch. 5. Und dann kann der kleine Flamingo wieder hier baden gehen. Jetzt ist das hier auch verwischt. Ach Mensch. Okay. Also gut.
insgesamt, ach, den flotten Schluck habe ich noch, genau. Beim flotten Schluck, ich habe jetzt insgesamt in den Candy Shop 2 Euro rein. Bei Save the Date habe ich 4 reingespart. Und bei dem Flora Flamingo habe ich 11. Und in dem Spartopf bin ich 51 Euro im Minus. Und 11, das sind dann minus 40. Das bedeutet, da würde ich dann was mache ich dann da? Dann nehme ich hier die 8. Und hier die 2. Okay. Das sind dann 10 Euro und dann werde ich auch da einfach nochmal 10 Euro dazu tun. Bin ich da schon bei 27? So. Aber das sieht doch jetzt gut aus, finde ich. Jetzt ist in dem Spartopf auf jeden Fall besser. So. Dann kommen da jetzt nochmal 21 Euro rein, ausnahmsweise. 5, 19, 21, genau. Und dann sieht es da auf jeden Fall jetzt wieder besser drin aus. Also die dritte Oktoberwoche. Plus 21, dann bin ich da jetzt nur noch, ist echt schlimm, bei minus 30. Ich hoffe, dass ich das ausgleichen, weiß ich noch nicht. Gut, ich das schaffe. Dann die Brille. Also bei der Brille, da ist jetzt eigentlich kein Bedarf. Das, ich werde mal hier bei der Herbstdekoration einfach mal würfeln. Dann nehme ich mal den Orangen und ich nehme 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und komme hier auf den. Sammle insgesamt 5 Kienäpfel. Wenn du alle hast, sparst du 5 Euro. Gut, das heißt, ich muss da gar nichts sparen, aber ich darf das ausmalen, das ist ja toll. Ja, okay. Wunderbar. Das hat auf jeden Fall auf mich gehört. Das Universum hat auf mich gehört und da mache ich jetzt mal noch nichts. Das machen wir nächste Woche vielleicht. Die Friedhofsparty, die lasse ich diese Woche aus. Und bei der Herbstdeko, da hatte ich jetzt nichts. Okay, weiter geht's. Die magische Schule. Im Haushalt. Ja, die magische Schule, da mache ich dann mal vielleicht einen Euro. Ich habe da halt nicht mehr so viel Platz zum Schreiben. Man sieht es ganz schlecht, aber den Würfel habe ich auch schon gemacht. Und da hätte ich aber noch einen Euro. Hehe. Da werde ich doch mal den 1 Euro, den schnappe ich mir jetzt. Und dann gibt es halt da nur 1 Euro. Jo. Die magische Schule, 1 Euro. Und
Vielleicht schaffe ich ja hier zwei irgendwie oder gar nichts. Mal gucken. Die dritte Oktoberwoche plus 1. 76. Da, da, da. Also dann gucken wir mal beim Spukhaus. Da brauche ich ja die verschiedenfarbigen Würfel. Ich bin auf dem Blau. Genau, bei dem geht es rückwärts. Das ist die 4. Also es geht eigentlich in die Richtung. Und dann muss ich rückwärts gehen. 1, 2, 3, 4. Ich komme auf den Kürbis. Den da. Ein paar Kürbisse dürfen nicht fehlen. Kaufe auf dem Markt Kürbisse für 2 Euro. Perfekt. Und schnitze ihnen die gruseligsten Grimassen. Das ist ja perfekt. Das mache ich doch. Super. Dann kommen da 3 Euro rein. Moment. Jetzt habe ich mich verschrieben. Wo habe ich den? Radiergummi? Keine Ahnung. Ja. Das sieht nicht schön aus. Ich habe so sehr 3 Euro hingeschrieben statt 2. Das sind aber eigentlich nur 2. Und insgesamt sind es 3. So. Wunderbar. Also ich schreibe mir das hier auch immer noch auf, einfach weil ich ja jetzt das nicht extra das Geld reinlege, damit ich das nochmal nachvollziehen kann, was ich da gemacht habe. Und ich weiß ja, das ist irgendwie doppelte Buchführung, aber das ist mir lieber, dann kann ich es nochmal nachgucken, einfach ja, falls irgendwas nicht stimmen sollte. Weil ich es jetzt direkt in den Spartopf rein spare. Genau, deswegen fand ich 3 Euro jetzt so klasse. Nämlich den. Dann nehme ich den raus und mache 5 rein. Und hier kommen 3 dazu. Dann habe ich bei 80. Das finde ich schön. Also wenn so ein gerader Betrag irgendwie da drin ist, das finde ich klasse. Dann kommt noch der Garten. Ja, der Garten hat eigentlich auch keine so hohe Priorität, aber wir gucken einfach mal. Ich würde gerne irgendwie die Enten. Also das ist der echt hübsch, das Gartenfreund. Und da muss das kleinste sind 5. Was da drunter ist, weiß ich nicht. Das ist mir aber wahrscheinlich zu teuer. Da bin ich bei 18, aber 2. Doch, 2 habe ich noch hier. Die schnappe ich mir. Genau, und dabei würde ich es dann auch lassen hier bei dem. Den Diamanten machen wir dann das nächste Mal vielleicht. Nächste Woche mal. Dann machen wir da nichts. Machen wir vielleicht, rubbeln wir da noch mal eins auf. Ja, wer weiß, was da rauskommt. Nee. Also die dritte Oktoberwoche plus 2. Und dann bin ich dabei 220. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich nehme das Kleingeld raus und lege nochmal einen 5 rein. Genau, super. Das ist super, super, super. Und dann machen wir nächstes Mal weiter mit dem schönen Spiel. Genau, das schreibe ich mir aber auch hier nochmal auf. Also, ich habe hier beim schwarzen Diamant diese Woche nichts reingelegt. Beim Gartenfreund auch nicht, aber beim Ententeich 2 Euro. Sehr schön. Dann kommen noch die letzten 2 Binder für diese Woche und dann ist es leider auch schon wieder. Ja. Aber da habe ich ja die Kleidung und den Urlaub drin. Und in den Urlaub. Ja, da brauche ich jetzt eigentlich auch nichts. Also so schade um die schönen Spielinge. Ja. Ja, ja. Aber das kommt auch wieder, dass wir da spielen. Das kommt wieder. Aber die Kleidung ist richtig übel im Minus. Deswegen werden wir dort einmal alle Spiele machen. Und gucken mal, was noch rauskommt. Wie viel Geld habe ich denn hier noch?
10, 20, 30, 35, ungefähr 40 Euro. Ich habe ja dann aber auch noch hier den Binder, also darf ich nicht vergessen. Hier ist das Sparen. Und ja, hier ist die Küche, also Sparen für die Küche. Und da würde ich gern auch ein kleines bisschen was machen. Ganz kleines bisschen. Genau, aber hier jetzt erstmal machen wir vielleicht erstmal das Pizzaspiel. Ich werde jetzt mal für den 6er Würfel mit dem hier einmal drehen. Und den 12er Würfel, dann nehme ich jetzt mal den. Ich glaube, den könnt ihr auch ganz gut sehen. Hier habe ich eine 1 und eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, super, da habe ich den schon mal. Für die Paprika 1 von 4 Feldern. Da habe ich eine 2. Mal gucken, was der Würfel, der Kreisel macht. Der Kreisel macht auch eine 2. Schön, dann habe ich Salami. Pizza Salami mag ich eh am liebsten. Auch wenn ich es nicht essen darf. Ich habe eine 4. Oh, da habe ich noch gar nichts in der Reihe. Und eine 5. 4 und 5, das sind 6 Euro. Ah, nee, das ist mir nichts. Ich glaube, ich schreibe das lieber auf. Okay. Und da würde ich auf jeden Fall 6,35 Euro habe ich noch. Ja, dann lasse ich es da dabei. Genau. Und schreibe mir das auf. Ich hole mal die anderen Sachen noch raus. Das ist 6. Dann bin ich hier bei 70. Habe ich ja als nächstes noch, also hier bei dem Urlaub, da würde ich die Suche nichts besparen. Wir gehen nächstes Jahr nicht in Urlaub, das ist einfach gerade nicht wichtig. Ich habe andere Baustellen, die wichtiger sind. Also hier das Pizzabacken, habe ich schon mal 6 Euro. Dann darf ich hier mal würfeln. Da habe ich eine 2. Oh ja, das ist zum ersten Mal, dass ich da was ausmalen darf. Und dann nehme ich die 3. Wunderbar. Also beim Pizza-Gnome-Spiel habe ich 3 Euro erspart. Und dann habe ich da auch schon 38 Euro zusammen. Richtig cool. Die dem Spartopf schon zugute gekommen sind. Nein, die sind, glaube ich, dem Urlaubssporthof zugute gekommen. Ist nicht wahr, ist nicht wahr. Das habe ich ja fertig. Das lasse ich jetzt mal dabei. Also da kann ich nichts mehr machen. Pizza Contest ist erledigt. Da mache ich mal einen Strich in mein Budgetbuch. Aber hier kann ich noch eins aufbuddeln. Das sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, noch genau 6. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal gucken, welches ich aufrubbeln darf. Das letzte, das grüne hier. Und das sind 5 Euro. Nicht erschrecken, staub ich es auch. Oh, jetzt habe ich das kaputt gemacht. Ah, nein. Zu arg gedrückt. Naja, die sind leider ein bisschen empfindlicher. Pizza, teste die Pizza, habe ich 5 Euro. Also hier eine dritte, zehnte plus 5 ist dann 30. Und dann bin ich da jetzt schon bei 6 plus 3 sind 9 und 9 plus 5 sind 14. Aber dann kann ich hier auf jeden Fall auch mal noch mal würfeln. Ja, das mache ich auch. Hier werde ich auf jeden Fall... Nein, da werde ich nicht würfeln. Da werde ich natürlich mit dem Kreisel drehen.
bin gerade da oben. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich komme auf diesen, auf diese lila eine Flasche. Gucken, was das bedeutet. Die ist hier. Du findest ein wichtiges magisches Elixier. Das Fläschchen kostet dich 2 Euro. Okay, also, wo gibt's denn das? Das gibt's hier. Okay, dann habe ich jetzt bei diesem Zaubertrank auf jeden Fall auch mal das erste Feld. Und es kostet mich 2 Euro. Das schreibe ich natürlich noch auf. Die dritte Oktoberwoche plus 2. Und dann bin ich dabei 14. Im Hokuspokus sind es 2. Und dann habe ich ja noch dieses Zirkus. Ganz viele Sachen hier. Insgesamt bin ich jetzt gerade bei 14. Es wäre nie schlecht, wenn ich... Ich werde einfach mal hier... Ich werde hier wieder würfeln. Das finde ich am allerwenigsten. Also die finde ich richtig hübsch. Die möchte ich noch ein bisschen angucken. Ich mache das da. Und da würfel ich ja mit dem roten 12er Würfel. Und ich habe eine 3. Stift eigentlich mit denen. Bin ich da bei 16. So, und die machen wir dann das nächste Mal. Ich möchte die noch ein bisschen behalten. Die finde ich so schön. Also. Dann habe ich bei dem Creepy Zirkus 3 reingespart. Und insgesamt sind es dann, ich nehme lieber einen Taschenrechner und das was falsch ist, 6, 3, 5 und 5. Das sind 19, ja perfekt. Perfekt, dann habe ich jetzt nur noch 200 Euro minus, super. Ach, ihr merkt schon, ich habe es im Griff. Schlimm mit mir. Okay, also. Dann kommt tatsächlich hier in diesen Spartopf, kommen da diese Woche 19 Euro rein. Und ich habe es immer noch nicht sauber gemacht. Klasse. So habe ich meine feuchten Tüchleins. Hey, 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 hey. Wo habe ich die? Ja, nicht. Nicht mehr auf jeden Fall. Ich hatte die hier aber. Gut, ich habe hier so ein Mikrofasertuch. Ich versuche mal, ob das mit dem weggeht. Ich gehe mal. Ach, ich weiß, was ich mache. Ich mache das kurz nass, ich komme gleich wieder. So, dann machen wir das mal weg hier. Und auf der Seite bin ich bei minus 219. Ich würde das jetzt einfach mal bis hierhin lassen. Nee. Kommt weg. So. Hat
hatte die erste Oktoberwoche minus mit in der ersten Oktoberwoche hatte ich Bekleidung 35 dazu. In der zweiten und in der dritten kamen 91 dazu und jetzt nochmal 19 und dann bin ich minus 200, minus 219, 219, 224, 244. So. Das hätte ich jetzt. Das sieht gut aus, oder? Ja. Jetzt muss ich nur direkt die 19 wegnehmen. Das sind hier 10, 15, 19 und die kommen auch wieder back to bank. Und dann habe ich auch das jetzt ein bisschen ausgeglichener. Oh, das ist immer noch tragisch. Wirklich richtig tragisch. Ach, die Urlaubssachen sind so schön. Aber es macht keinen Sinn, da jetzt was zu machen. Ja. Das machen wir erst wieder, wenn. Ich werde jetzt eher noch. Was ich wahrscheinlich mache, ist hier bei Sparen. Da ist die Kategorie Sparen drin. Da jetzt nochmal reingucken und dass wir da nochmal ein bisschen Spiele spielen und ich das dann am Ende vom Monat einfach rausnehme, hier das Geld aus Sparen und die schlimmste Kategorie, die Minus ist, ein bisschen ausgleiche. Genau, dann machen wir das noch, dass wir jetzt da ein bisschen, werde ich mal eins aufrubbeln. Da habe ich nämlich verschiedene Sachen, da habe ich drei Sachen drin. Einmal Take a Bite, dann habe ich die Helgas Würfelstube und das Sparfuchsspiel. Genau, da werden wir jetzt einfach mal hier mal gucken. Ich würde sagen, ich beginne jetzt mal mit dem Sparfuchsspiel. Das ist echt richtig süß. Das ist von der lieben, von der Budgetfüchsin. Genau, sie hat auch einen YouTube-Kanal. Das ist schon Asbach-Uralt. Das Spiel, das gibt es wirklich schon ewig. Das war eins von den ersten, die, meine ich, die es gab. Ich habe hier eine 2. 1, 2, da komme ich auf spare 5 Euro. Und dann nehme ich das doch direkt mal. Schreibe es auf. Die dritte Oktoberwoche. Plus 5, das ist doch relativ sparsam, muss ich sagen. Da ja, kommt eher nicht ganz so Riesenbeträge zusammen. Also 5 Euro ist, glaube ich, das Höchste. Ja, 5 Euro ist das Höchste. Das ist nicht so teuer. Und dann rubbel ich hier mal noch eins auf. Ich meine, da habe ich hinten noch eins, ja. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein vergifteter Apfel war oder nicht. Ich habe das nicht schön freigerubbelt, sehe ich gerade. Da sind noch richtig, richtig, richtig viele so kleine Krümel drin. Ich glaube nicht, das ist ein zuckriger Apfel, der ist nicht vergiftet. Nee, das ist kein vergifteter Apfel. Gucken wir mal, was da drunter ist. Aha, das ist ein vergifteter Apfel. Okay, das ist eindeutig, dass das ein vergifteter Apfel ist. Und der kostet mich 10. Jo, kein Problem. Ich wollte ja da ein bisschen Geld reinsparen, was dann meine schlimmsten Minuskategorie zugute kommt am Monatsende. Und das gefällt mir auch richtig gut. Das finde ich echt schön, das Spiel. Nochmal 10 und dann haben wir noch die Helga. Gucken wir mal. Da würfel ich jetzt auch mal mit einem 6er Würfel. Die Helga. Nee, das passt nicht zur Helga. Den da. Den nehme ich. Der passt. Eine 1. Okay.
Also, liebe Helga, du bist sparsam diese Woche. Bin ich bei 5. Also gut. Ich schreibe es gar nicht auf in meinem Budgetbuch. Menschenskinder. Keiner sagt was hier. Take a bite. Es sind 10, weil ich einen vergifteten Apfel gefunden habe. Budgetfuchsspiel 5. Und die Helga hat 3. Insgesamt. Ja, das sind Sparklass. Sind es dann 16 Euro, mit der ich dann ein bisschen einen Spartopf meiner Wahl, der total im Minus ist, ein bisschen unterstützen kann. Das ist gut. Wunderbar. 16. 3. Oktoberwoche. 16. Und dann habe ich 45. Bin ich dabei 55. Sehr schön. Also ich nehme auf jeden Fall 4 raus. Und dafür einen 5er. Und dann habe ich hoffentlich 55 Euro. 10, 20, 30, 40, 45, 55. Sehr schön. Ja, da kann ich auf jeden Fall ein kleines bisschen in die Minuskategorie ein bisschen aufbessern. Und dann gehe ich mal noch weiter zu meinem Sparglas. Für die Küche. Ja. Gut, also jetzt mache ich mal. Oh, ja, doch, die neue Küche. Und ich habe da eine 2. Da ist das stehen geblieben hier. 1, 2. Da komme ich auf die Mikrowelle. Die Mikrowelle sagt Bang. Oh, weia, die Mikrowelle ist explodiert. Würfel und gehe rückwärts. Ich darf 5 Felder rückwärts gehen. Und da werde ich jetzt mal dieses Stopp einfach ignorieren. 1, 2, 3. Oder? Doch. 4, 5. Kommt das Messer und das Messer sind spare 2 Euro. Ja, das mache ich. Wunderbar. Wunderbar. Tü. Spare 2 Euro. Ich habe gedacht, ich hätte das eigentlich so teuer gemacht, das Spiel, aber das ist eigentlich gar nicht so teuer. Plus 2, es geht eigentlich echt. Die neue Küche hat 2. Dann kommen wir zu dem Horror Night. Da. Mit dem schönen Halloween-Kreise. Eine 2. 1, 2. Das ist so ekelhaft, der Hund. Nein, Spaß. Spare die Augenzahl. Das mache ich doch glatt. Gucken, was rauskommt. Dum, dum, dum. Und mein Würfel wird mal wieder eine 5. Also gut, die 3. Oktoberwoche. Ich habe 5 Euro und dann sind es 10. Habe ich das überhaupt noch? 5 Euro habe ich noch. Dann die kleine Elli. Aber der Elli machen wir das nicht mit dem Gruseligen. Dann nehmen wir den schönen Würfel. Dann nehme ich mal den da. Ja. Eine 1. Das ist wieder die Carola mal wieder. Die kleine Carola. Die kleine Carola spielt sehr gerne Verstecken. Kannst du ihr helfen, ihre Freunde zu finden? Na klar. Nehme ich mal den da. Oh, 9 Euro. Oh nein, das habe ich. Oh, hat es nicht auch die Annette letztens aufgerubbelt? Ich habe letztens ihr Video. Ich war aber im Rückstand. Ich weiß nicht mehr welches. Weil ich so viele. Selber so viele Videos gedreht habe, arbeiten musste und bin ich überhaupt nicht mehr hinterhergekommen. Mit dem Gucken von der Annette ihren Videos. Schande über mein Haupt. Entschuldigung. Und da hat sie das auch aufgerubbelt. Oh nein. Ja gut, dann muss ich halt aus der nächsten Woche Geld klauen. Das hilft nichts.
Das kam jetzt unerwartet. Das Spiel ist sonst nicht so teuer. Upsi. Upsi, na gut. Aber das machen wir jetzt einfach. Hilft ja nichts. 13. Jetzt bin ich ganz. Jo, okay. Jetzt bin ich fertig. Das ist so teuer. Das ist ein Schoko. Ja, okay. Die Horror Night waren 5 Euro. Im Geisterschluss habe ich nicht gemacht. Ellie sind 9. Und die anderen, dafür ist es kein Geld mehr da. Aber das macht doch nichts. Insgesamt komme ich dann auf 14, 16. Die Küche. Ja. Okay, und dann gucken wir jetzt mal kurz. Ich hole mal den Umschlag für die nächste Woche raus. Den habe ich hier. Ja, also dann muss ich halt jetzt einen Fünfer nehmen. Und das so machen. Jo, hilft nix. Genau, also 16 Euro. Was mach ich denn? Mensch. Ich bin schon bei den 9. Ich bin ganz, wirklich, ich bin jetzt bin ich fertig. Das hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gehauen. Mensch. Das sind ja 16. Ich weiß auch gar nicht, wo das 20 Cent Stücke jetzt von mir herkommen. 15, 16, tü. Alles Klärchen, dann hier hin, wo habe ich das jetzt hier, kommt jetzt hier, oh, auch die 16 wie letztes Mal. 16 dazu, dann bin ich bei 57. 67. Also. Okay. So, das war's. Auch schon wieder vorbei. Meine Güte, so schnell. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für euch. Tschüss.